Wussten Sie, dass jeder dritte Deutsche über 60 Jahren schwerhörig ist? Mein Name ist Peter Niesen. Ich bin seit 9 Jahren als Hörexperte bei Audi Bene tätig. Das Jahr neigt sich dem Ende und ich möchte die Chance nutzen, um mit Ihnen gemeinsam einmal zu schauen, wie es denn 2022 um die deutschen Ohren bestellt war. Hier kommen die 10 spannendsten Fakten zum Thema Hören und Schwerhörigkeit. Fakt Nummer 1. Jeder Fünfte ist schwerhörig. Laut Schätzungen der WHO ist jeder fünfte Erwachsene weltweit schwerhörig. Das sind über 430 Millionen Menschen. Genaue Zahlen für Deutschland gibt es nicht. Laut Vermutungen von Experten liegt die Zahl aber bei etwa 16 bis 25 von 100 Erwachsenen. Je älter die Menschen sind, desto höher ist diese Rate. Bei über 65-Jährigen ist sogar schon jeder Dritte schwerhörig. Fakt Nummer 2. Nur jeder dritte Schwerhörige trägt Hörgeräte. Trotz ärztlicher Empfehlung ist es so, dass sich nur nahezu jeder dritte Schwerhörige für ein Hörgerät entscheidet. Fakt Nummer 3. Vorurteile. Vorurteile halten sich wacker. Hörgeräte sind teuer, funktionieren nicht gut oder passen einfach nicht zu meinem Hörverlust. Heutzutage ist es so, Hörgeräte sind für jeden Geldbeutel und auch schon zuzahlungsfrei erhältlich. Hörgeräte sind individuell einstellbar auf die Frequenzen, die wirklich benötigt werden und somit auch schon für leichte bis mittelgradige Hörverluste eine gute Wahl. Fakt Nummer 4. Nur 5% der Hörgeräte landen in der Schublade. Früher war es häufig so, dass Hörgeräte nicht getragen wurden, sondern in der Schublade lagen. Heutzutage, wo wir so individuell auf jegliche Hörsituation und jeden Hörverlust einstellen können, ist diese Zahl nur noch bei 5%. Und auch 5% sind uns noch zu viel. Fakt Nummer 5. Frauen setzen sich 1,5 Jahre früher mit dem Thema Hören auseinander als Männer. Sie sehen, immerhin tut sich etwas. Besonders Frauen setzen sich mit dem Thema früher auseinander als Männer das tun. Fakt Nummer 6. Männer kaufen allerdings doppelt so oft. Sie sehen, Männer sind dabei aber doppelt so entscheidungsfreudig und entscheiden sich final eher für Hörgeräte. Fakt Nummer 7. In den neuen Bundesländern kaufen 13% mehr Menschen. Beim Thema Entschlussfreundlichkeit sehen Sie also, Menschen in den neuen Bundesländern entscheiden sich auch häufiger für Hörgeräte. Fakt Nummer 8. In den alten Bundesländern hingegen sind Hörgerätekäufer im Schnitt bis zu 3 Jahre jünger als in den neuen Bundesländern. Aber egal ob alte Bundesländer oder neue Bundesländer, Fakt Nummer 9 ist, Hörgeräte macht alle glücklicher. Hörschwäche wird immer noch so lange wie möglich in der Regel hinausgezögert, bevor man aktiv wird. Entscheiden sich Menschen allerdings für Hörgeräte, hat das Einfluss auf alle Lebenslage. Man fühlt sich gesünder, man ist fitter, man nimmt mehr am Leben teil und hat mehr Lebensfreude und ist geselliger. Egal ob auf der Arbeit oder in der privaten Lebenssituation, die Verbesserung ist überall spürbar. 96% aller Hörgeräteträger berichten von einer höheren Lebensqualität. Der letzte Fakt ist deshalb auch kein Wunder. Fakt Nummer 10 ist, 59% der Hörgeräteträger sagen im Nachhinein, sie hätten gerne früher gehandelt. Sie sehen, moderne Hörgeräte sind also eher Normalität denn Ausnahme. Hörgeräteträger fühlen sich gesünder und fitter als Menschen, die ihren Hörverlust zu lange ignorieren. Deshalb zögern Sie nicht zu lange, wenn Sie einen Hörverlust bei sich vermuten und melden Sie sich gerne für eine persönliche Beratung hier an. Falls Sie mehr zum Thema Hören und Hörgerätetechnologie wissen wollen, abonnieren Sie gerne unseren Kanal. Das war unser akustischer Jahresrückblick 2022. Vielen Dank fürs Zusehen und ich wünsche Ihnen ein gutes und gesundes Jahr 2023.